Mit dem Kia EV5 erweitert die südkoreanische Automarke ihr elektrisches Portfolio. Das Serienmodell soll noch 2023 in China und später, wahrscheinlich 2024, auch bei uns in Deutschland und weiteren Märkten starten. Ich habe gesucht und gegraben, alle bekannten Daten, die man aktuell finden kann, zusammengefasst und die erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Der EV6 war Kias erstes Elektro-SUV auf der neuen EGMP-Plattform. Bis 2027 wollen die Koreaner 15 weitere Elektromodelle auf dieser Basis bringen, die sie sich mit Hyundai teilen. Dafür haben sie sich die Kürzel EV1 bis EV9 bereits sichern lassen. Noch im August soll das kompakte E-SUV EV5 in China vorgestellt werden und vor Ablauf des Jahres 2023 in Asien auf den Markt kommen. Ein Export nach Übersee ist geplant, sodass wir wohl schon 2024 auch mit einem Marktstart in Deutschland rechnen dürfen. Gerüchte sprechen zwar von einer direkten Konkurrenz zum Tesla Model Y, zum möglichen Preis aber später mehr. Der kompakte Neuling übernimmt zahlreiche Designanleihen vom erst kürzlich vorgestellten großen Bruder EV9, zeigt aber auch einige Weiterentwicklungen. So verweist die internationale Pressemitteilung insbesondere auf die neu gestaltete Front. Die gesamte Karosserie zeigt einen interessanten Mix aus geschwungenen und geraden Linien. Übrigens auch als Serienmodell, das nun auf der Website des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie gezeigt wurde. Wie das bei X geleakte Bild zeigt, ist das finale Design des EV5 sehr nah an der Studie. Das kompakte SUV präsentiert sich sehr kantig mit steil ansteigender Front und steil abfallenden Heck. Mit dem neuen Digital Tiger Face des EV5 wird der sogenannte Tiger Nose Kühlergrill nur noch angedeutet. Abgerundet wird die markante Optik durch einen großen Dachkantenspoiler und einen großen Heckdiffusor. Auch die Leuchtgrafik vorne und hinten ist recht nahe an der des Konzeptfahrzeugs. Der mit zahlreichen recycelten Materialien ausgestattete Innenraum bietet, so verspricht es Kia, ein großzügiges Platzangebot mit 4 drehbaren Einzelsitzen. Das Armaturenbrett beherbergt mittig ein großes, horizontal ausgerichtetes Infotainment-Display. Über den Köpfen lässt ein durchgehendes Panorama-Schiebedach viel Licht ins Interieur. Gegenseitig öffnende Türen und fehlende B-Säulen wiederum erleichtern den Einstieg. Allerdings beziehen sich all diese Beschreibungen auf die Studie. Bilder vom Innenraum des Serienmodells gibt es noch nicht. Die fehlende B-Säule, so viel verraten schon die Exterieurbilder, schafft es nicht in die Großproduktion. Auch die drehbaren Einzelsitze dürften nicht Teil des Kia EV5 werden. Letztes Jahr fand das weltgrößte Elektroautotreffen auf der Messe Hannover statt, das Sexy Cars Event. Auf dem gab es offensichtlich vielerlei besondere Elektroautos, Podiumsdiskussionen, Bühnenauftritte und echt noch einen Haufen anderes interessantes Zeugs. Dieses Jahr wird es aber nochmal größer. Wir versuchen unseren Rekord vom letzten Jahr zu überbieten und da werde nicht nur ich dabei sein, sondern zum Beispiel auch Christopher von Carmaniac und andere Content Creator. Am 23. September 2023 gibt es auf dem To Be Fair elektrische Community-Event nicht nur euren Lieblings-YouTuber, sondern auch viele familienfreundliche Aktivitäten, Verpflegung und Bühnenprogramm. Also verpasst auf keinen Fall das To Be Fair elektrische Community-Event auf der Zeche Heinrich Robert in Hamm. Die Tickets dafür sind nicht mal wirklich teuer, aber ihr spart euch nochmal 5 Euro auf jedes Personenticket, wenn ihr beim Checkout den Code PROJECTDRIVE eingebt. Also schaut auf der Website www.elektrische-community.de vorbei, die verlinke ich euch aber auch in der Videobeschreibung. Auf dass wir den Rekord vom letzten Jahr brechen. Ich freue mich auf euch. Der Kia EV5 ist 4,61 Meter lang, 1,87 Meter breit und 1,71 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,75 Meter. Das Leergewicht des Autos liegt bei 1870 Kilogramm, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 185 km/h abgeregelt. Anscheinend wird der Kia EV5 zu Beginn mit einem Elektromotor an der Front ausgerüstet, der 160 kW oder 218 PS leistet und ein maximales Drehmoment von 310 Newtonmeter erzeugt. Der EV5 wird mit einem 800-Volt-System und bis zu 82 Kilowattstunden großen Akkus von BYD ausgestattet, die bis zu 600 Kilometer Reichweite ermöglichen sollen.
Die LFP-Batterie wird von Xiangyang Fudi Battery Co. oder FinDreams hergestellt, die BYD vollständig besitzt. Interessant ist auch, dass die Übersee-Version des EV5 über eine NMC-Batterie verfügen wird, während die chinesische Version eine LFP-Batterie besitzt. Ein elektrischer Allradantrieb mit einem weiteren E-Motor an der Hinterachse könnte später folgen, sicher sagen kann man das aber noch nicht. Noch in diesem Jahr soll der EV5 in China durchstarten, weitere Märkte folgen ziemlich zügig. Ob das Elektro-SUV auch nach Deutschland kommt, wird Kia zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, woran ich aber nicht zweifle. Preislich dürfte sich das SUV etwas unterhalb des EV6 ansiedeln und der startet aktuell bei 46.990 Euro. Was denkt ihr, wird der EV5 bei uns kosten? Schreibt mir eure Vermutungen unter das Video. Wie gefällt euch der neue Kia EV5? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!